Klimafreundliche Mobilität kann nur für uns bezahlbar bleiben, wenn es uns gelingt, auch in Zukunft noch weiter in das System zu investieren. Konkret bedeutet das, dass wir in unserem Busbereich halt in neue Antriebstechnologie investieren und wir natürlich unsere Elektrobusflotte und auch das Thema Wasserstofftechnologie weiter vorantreiben werden. Und damit das Ganze auch entsprechend durchgeführt werden kann und sich auch wirtschaftlich darstellt, brauchen wir eins: Wir brauchen mehr Fahrgäste als in der Vergangenheit. Insofern leisten Sie dann einen aktiven Beitrag dazu, dass der ÖPNV attraktiv und letztlich auch bezahlbar bleibt.